Extremsportler kommt tatsächlich auf dem Wasser einige Meter weit, bis er quasi einbricht. Liquid Mountaineering heißt die neue Trendsportart, die die drei Jungs angeblich selbst erfunden haben. Man müsse nur wasserfeste Schuhe anziehen und in einem ganz bestimmten Winkel aufs Wasser treffen. Man muss möglichst schnell in einer Kurve anlaufen und versuchen, nicht unterzugehen. Sobald wir das Wasser berühren, bewegen wir uns wie eine Nähmaschine. Die drei Läufer in dem Video behaupten, Monate für den Sprint auf dem See trainiert zu haben. Experten bezweifeln das jedoch. Denn übers Wasser laufen konnte bislang nur eine Leguanart in Südamerika. Bei den sogenannten Jesus-Echsen sammelt sich bei hoher Geschwindigkeit Luft unter den Füßen. Mit dieser Technik halten die Tiere sich oben. Bei Menschen funktioniert übers Wasser laufen nicht. Tatsächlich haben Physiker berechnet, dass ein 85 Kilo schwerer Mensch mit rund 160 Stundenkilometern über den See rennen müsste, um vom Wasser getragen zu werden. Vermutlich ließ der Turnschuhhersteller das Video als pfiffige Guerilla-Werbung drehen. Beim Liquid Mountaineering dürfte das wichtigste Utensil also eine stabile Plexiglasscheibe unter Wasser sein.